Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Projekt Zomboid. Ich habe gerade den Garten gegossen, damit wir uns die Zeit in der Aufnahme sparen. Und jetzt gehen wir jetzt gehen wir mal schauen, ob wir hier eine Wasserquelle finden. Laut Map müsste hier ein riesengroßer Fluss sein. Moment, vielleicht sollten wir erstmal die Waffe ausrüsten. Hoppala, nein, das hatte ich so nicht vor. Wieso zur Hölle bist du wieder überladen? Hä? Naja, das finden wir noch früh genug heraus. Auf jeden Fall ist laut Map hier ein Fluss, genau. Und dann gilt es herauszufinden, ob es Süßwasser oder Salzwasser ist. Denn wenn wir hier an einer Küstenregion sind, dann kann es durchaus Salzwasser sein. Und das würde uns, denke ich mal, nicht besonders weit bringen. Wenn es Süßwasser ist, dann ist unser Problem mit der Wasserversorgung mehr oder weniger gelöst. Aber man weiß es ja nicht, bis man es nicht probiert hat, ne? Moment, wir können ja schon was trinken können, dann wissen wir es auch, dann muss ich nicht extra die Gießkanne in die Hand nehmen. Nein, damit können wir anscheinend gar nichts anfangen. Na, wundervoll. Das war jetzt ein Schuss in den Ofen. Dann müssen wir wohl oder übel eine Regentonne zusammenschustern. Und hoffen, dass die sich regelmäßig füllt. Oh, wo steuert denn der denn hin? Nee, den lassen wir mal da nicht herumsteuern. So dicht an unserer Behausung. Nee, wo rennt ihr denn hin? Wir haben doch bestimmt irgendwas gehört. Laufen wir dem einfach mal nach. Okay. Der hat das Interesse an dem verloren, wo er hin wollte. Gut, also brauchen wir Müllsäcke. Gehen wir auf die Suche nach Müllsäcken. Mit dem können wir noch weiterhin folgen. Aber im sicheren Abstand, wenn es geht. Ich wüsste schon gerne, wo der hinsteuert. Komm, mein Freund, sag, wo gehst du hin? Okay, da chillt schon der nächste Zombie. Höchstwahrscheinlich wird er gar nicht weit laufen. Wieder herumhumpelt. Gut, den schalten wir hier mal so schnell wie möglich aus. Da wir den Sichtkontakt zu dem anderen nicht verlieren wollen. Ey, die steuern alle so komisch rum. Wenn ich nach dem Geschrei gehen müsste, kommt es aus der Richtung. Vielleicht ist ja jemand in dem Haus da drin. Okay, gut. Der Geschrei hat sich mal erledigt. Beziehungsweise das Geschrei. Höchstwahrscheinlich gehen wir eh zu spät. So gehen wir wieder auf unsere alte Mülltütensuche. Waren wir in der letzten Folge hier drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn ich eine Mülltüte wäre, wo wäre ich dann? Oh, die ist noch gut, die essen wir.
Ah, da haben wir einen Müllsack, gut. Am besten alles in den Rucksack passen. Passen, nicht meine Packen. Haben wir schon vier beisammen? Ich weiß es gar nicht. Laken brauchen wir momentan keine mehr. Schon mal gut zu wissen. Büroklammern, das Seil nehmen wir mit. Wer weiß, wozu es gut sein wird. Bitte die Treppe hoch, nicht daran vorbei. Aber hier scheint es nichts Interessantes zu geben. Seesack. Was haben wir denn für ein Ding? Weiß ich gar nicht. Okay, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir mal trinken gehen. Und wir füllen auch gleich unsere Gießkanne auf. Denn unsere Pflanzen brauchen ja natürlich auch Wasser. Und das ist nicht gerade wenig. Ah, höchstwahrscheinlich ist dir die Gießkanne zu schwer, kann das sein? Wir machen hier mal ein Nickerchen. Also wenn ich euch einen Tipp geben darf, kümmert euch wirklich zuerst darum, dass ihr einen halbwegs vernünftigen Gemüsegarten habt. Weil desto später ihr das im Spiel anfängt, damit anfängt, genau. Umso schwieriger wird es natürlich. Und wie ihr selber seht, verrotten die ganzen Lebensmittel sehr schnell. Und ich mache gerade wieder eine Dummheit. Bei Nacht rausgehen. Sehen die uns bereits? Okay, mit zweien werden wir jetzt fertig. Sollten uns nur irgendwie in Position bringen. Oh, genau, mit sowas nicht passiert. Holy moly. Da kommen sie jetzt gleich wieder alle angerannt. Und ich hätte am liebsten keinen von denen im Rücken, wenn es möglich ist. Und solche Kämpfe sollte man am besten auch vermeiden. Nicht von ihnen berühren lassen. Man kann die Zombies natürlich auch ohne Waffen ausschalten, aber das ist dann doch ein wenig gefährlich. Ah, lass mich los, lass mich los! Oh, verdammt. Oh, die haben uns nicht erwischt, gut. Ah, ich habe jetzt aus Versehen die Schreiterste erwischt, wie es aussieht. Nee, komm, versuchen wir die irgendwie abzuhängen. Hat keinen Sinn, da draußen rumzurennen. Ich möchte ja schließlich hier nicht als Zombie-Snack enden. Dem Haus waren wir noch nicht drin, oder? Doch, waren wir. Da gab es da drin Müllsäcke. Küche, wo bist du? Erfahrungsgemäß gibt es die meisten Müllsäcke ja in der Küche. Chips nehmen wir mit. Gartensprühflasche nehmen wir mit. Und das Müsli auch. Ich hoffe, du kannst es roh essen, mein Freund. Trink mal einen Schluck. Ach, gleich geht die Sonne auf. Gut.
Gibt es irgendwo eine Treppe ins Obergeschoss? Das Gebäude hat doch ein Obergeschoss, oder? Ach da, gut. Jo, hier haben wir schon alles durchsucht. Aber nochmal gucken, lohnt sich ja auch, denn wir haben ja anfangs wirklich sehr viel nützliches Zeug rumliegen lassen. Aber anscheinend nicht in diesem Haus. Okay. Viele Müllsäcke hast du denn dabei, mein Freund? Hm? Ein. Gut, gehen wir mal nach Hause und machen wir mal Inventur. Ein bisschen Rohmaterial haben wir ja noch daheim rumflattern. So ist ja nicht. Richtig doof, wenn man schwer beladen ist. Dann verweigert das einfach das Sprinten. War richtig dumm, dass der Seenreinfall war. Beziehungsweise der Fluss. Hier sollte es deutlich mehr Wasserquellen geben. Was ist denn das für eine Stadt, wo es hier nicht einmal einen See gibt? Gut, das Wasser müssten wir vielleicht abkochen, bevor wir es trinken können, aber ja, für die Pflanzen wird es ja reichen. Müllsack. Da sind nur Magazine drin, okay. Einen haben wir, okay. Mach zwei draus. Und wir sind schon wieder richtig müde. Weil wenn ich das Crafting-Rezept noch richtig im Kopf habe, benötigen wir 4 Stück davon. Oh Mann, so früh am Morgen schon wieder schlafen gehen. Aber uns bleibt ja nichts anderes übrig, wenn der so kaputt ist. Vielleicht stehen wir noch früh genug auf, dass wir noch mal kurz auf Tour gehen können. Na komm, 1-2 Stunden, Nickerchen. Länger nicht. Komm, steh auf. Steh auf. Der Penner pennt ja mehr als ich. Schlimm mit dem. Steh auf. 3 Uhr ist durch. 4 Uhr, okay. Gut, dann essen wir noch eine Kleinigkeit. Den Holzkleber können wir mal wegpacken. Halt, dieser Behälter ist voll. Die Gießkanne lassen wir vorerst auch hier. Wenn die richtig schwer ist. Und wir müssen ja schließlich gut zu Fuß sein. Halt, ich würde noch was snacken. Oh Mann, davon wirst du nicht lange satt, ne, wenn nur von Chips. Aber besser als nichts. Wo bekommen wir jetzt 2 Müllsäcke her? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Unten im Stadtzentrum waren ja welche, ne? Waren wir neulich hier drin? Einfach mal kurz reingeguckt. Erbsen, verrottet. Ei, gefährlich. Nein, kein Müllsack. Auf zum nächsten Haus. Was hier für Leichenberge rumliegen. Einfach schlimm.
Den Burschen machen wir mal kurz platt. Gut. Gucken wir da mal rein. Oh, da steht ja noch eine. Sofort Witterung aufgenommen. Na komm, na komm, na komm. Gut. Ich glaube, wir haben hier schon ein, zwei Mal übernachtet, oder? Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Und mal das Fertig-Popcorn können wir auf jeden Fall mitnehmen. Karottensamen nehmen wir mit. Die Patronen auch. Die Wasserflasche auch. Ah, ein Müllsack, gut. Brauchen wir nur noch einen. Gut, die Dame machen wir mal platt. Den Burschen hier auch. Ach, ich dachte schon, der hätte kein Interesse an uns. Dabei schmecken wir so lecker. Gut, können wir durch die Tür? Nein. Okay, hier drin waren wir anscheinend nicht. Die Suppe nehmen wir. Das Hundefutter nehmen wir. Oh, jetzt haben wir richtig viele Patronen. Falls wir uns für einen Endkampf entscheiden, dann werden die uns sehr nützlich sein. Plastiktüten sind auch gut. Oder waren es 4 Plastiktüten, die wir brauchen? Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, es sollte beides gehen. Was hat die Leiche bei sich? Nur Klamotten, okay. Streichhölzer nehmen wir auch mal mit. Weil jetzt können wir uns das nicht mehr erlauben, wählerisch zu sein. Hier ist nichts drin. Deswegen hast du schon wieder Panik bekommen. Naja, egal. Komm, die Antidepressiva nehmen wir auch noch mit. Wow, ein richtig schönes Arbeitszimmer. Okay, hier gibt es jede Menge interessante Bücher, die uns aber aktuell nicht weiterbringen. Hm, Nägel und Draht. Wer weiß, wozu das noch gut sein wird. Badezimmer, dann nehmen wir gleich mal einen Schluck, solange das Wasser hier noch vorhanden ist in den Leitungen. Hm, Kochen für Anfänger, Blatt Papier. Hm, noch mehr Patronen. Okay, sag ich nicht nein. Und so wie ich mir an die, so wie ich die Uhr sehe, werden wir hier heute mal übernachten müssen. Oder auch nicht. Verdammt, ich sehe nichts. Wow! Ich habe ja gar nicht gesehen. Okay, gut. Hat er uns irgendwie erwischt? Leichte Wehwehchen, okay. Ich wollte hier schon wirklich in einem Raum pennen, beziehungsweise in einem Haus pennen, wo ein Zombie drin ist. Okay, jetzt stürmen die alle die Bude oder was? Na komm, stirb! Was hältst du denn noch aus?
Okay. Volles Risiko, meine Freunde. Gute Nacht. Und damit würde ich dann mal sagen, ob wir diese Nacht hier überleben, das erfahren wir im nächsten Part. Tschüss.